Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ja, Leute, total Banane im Kopf bin ich, ne? Werdet ihr euch wahrscheinlich schon die ganze Zeit gedacht haben, was labert der, was macht der? Ja. Was soll ich machen? Ich kann ja Gunpowder ohne Werkbank gar nicht herstellen. Ihr seht's. Total bekloppt. Ich hätte jetzt nochmal 11 Schüsse. Also es würde für den Rest reichen. Ja. Aber wurde ja eh weitergebaut. Jetzt habe ich wieder kein Holz und keinen Bauplan mit. Ich muss ja da eine Dingens dran setzen, sonst komme ich da nicht hoch. Ja, macht also keinen Sinn, das Sofa zu brennen. Zack. Ja, also... das Ding hier auch völlig umsonst gebaut. Ich meine, gut, haben wir erstmal was stehen am Ofen drin. Ist ja jetzt nicht so verkehrt. Da unten ist auch was Neues entstanden. Was gehört? War es der Bär oder? So ein Spieler, der in der Bude hockt wahrscheinlich. Ist er schon. Nicht genug Pfeile, ey. Ja, ich denke mal, der wird eine Tür drin haben. Ach, du Wurst. Paddy. Die beiden Arschlöcher, die ich habe leben lassen. Hundertprozentig. Aber wie konnten die bauen, ey? Ja, sorry, guys. Oh, deswegen ist die Scheiße auch noch auf hier. Das Problem ist, kriegt den Bauschrank wieder nicht weg. Die werden doch mit Sicherheit jetzt hier gleich wieder hinkommen. Ich werde erstmal das fix safen gehen. Nützt ja alle nichts. Ja, und ich hab's auf Video, wo? Meine Bogenkünste. Na, vielleicht kriegen wir sie doch noch. Oh Mann, ey.
Komm, mach eine Kiste. Hau das da rein. Ja, auf jeden Fall habe ich meine Eoka wieder. Ah, gut, Futter. Das dabei. Mal auf. Schwert ist auch gar nicht schlecht. Vor allen Dingen, um den Bauschrank vielleicht aufzuknacken. Und das sieht mir aber nach VIP-Spieler aus, hier, wenn ich das so sehe. Zuckerstangen und so ein Gedöns. Mal auch mal aufheben. Wichtig ist halt der Bogen. Da muss ja eigentlich noch ein Bogen liegen. Je nachdem, wo sie spawnen, müssen sie halt erstmal ein Stückchen laufen. Ja. Ich werde es riskieren, Leute. Nein, nicht fallen lassen. Das wäre wieder die Hälfte, 11 Schüsse. Plus ein Schwert. Die Scheiße nehme ich auch mit. Knochen nehme ich mit. Da können wir nochmal Knochenmesser machen. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber... das da eben fix rein. Das muss ich mitnehmen. Problem ist, habe ich 1000 Holz? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch habe ich. Oh, komm, lass mich durch, ey. Ich habe keine Zeit. Noch einen Bauschrank und ein Schloss. Pack den Rest da rein. Kann natürlich sein, dass ich jetzt hier auf die Fresse kriege hier. Dann ist es halt so. Boah, der Platz ist halt echt Bombe hier. Kann natürlich auch sein, dass den beiden die Base gehört, das weiß ich ja auch nicht. Kann natürlich gut sein. So, Junge. Hast du keinen Bogen gehabt oder was? Muss er doch. Da liegt er doch. Ist auf jeden Fall repariert, ey. Ach, ernsthaft jetzt? So, geht nur darum, dass ich es vielleicht höre. Aber nur vielleicht. Ich kann auch sagen, dass ich durch die Tür komme. Ja, natürlich zu zwei können sie auch hochbauen, so ist auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich da gleich den Rest wegkriege mit dem Schwert oder vielleicht kriege ich nochmal ein Geschenk oder was. So, so. Das Schwert wird natürlich nicht reichen. Wir können natürlich auch einfach durch die Tür kommen, ne? Ah, jetzt kommt es drauf an. Ah, sieht schlecht aus.
4 pro Knochenmesser. Ich hoffe, der Knüppel bringt mehr. Eins. So, noch ein Messer. Doch, da liegen jetzt noch, stecken noch Pfeile, ey. Ja, was soll ich sagen, Leute? Risiko, ne? Was kräftest du denn gerade, was hier so lange dauert? Sehe noch nicht mal da. Ein Schwert mehr ist weggegangen. Ärgerlich. Ich frage mich echt, womit die den weggemacht. Ja gut, wenn die jeweils ein Schwert hatten oder so, ne? Oh, da bleibt gleich einer oder zwei stehen, ich sehe schon. Ja, es wird nicht reichen, auch nicht mit der anderen Picke noch. Das war's. Den kann ich nochmal machen. Da läuft was. Zwei bleiben stehen, ey. Ja, ein Beil nochmal, aber ich habe keinen Stein. Ich habe aber eventuell drüben noch Stein. Ich sehe nichts, Leute. That is a problem. Das andere Problem ist, dass sie natürlich jetzt hier gleich zurückkommen können. Und wenn sie den wieder reparieren, dann war es das. Ich weiß auch nicht, ob ich Stein da habe. Ich hoffe. Wenigstens das habe ich gefunden im Dunkeln. Ne?
Boah, voll der Helligkeitsschock hier. Eine sollte reichen. Diesmal die Tür, da muss so. Ohne Licht, Alter. Ey, ich brauch das scheiß Campfire. Oblan Holz brauche ich. Oh, es ist zum Kotzen, Leute. Boah, ist das ätzend, ey. Das ist für mich genauso scheiße wie für euch. So, da ist die Tür. Ey, soweit wie ich mit der Maus schon rübergegangen bin. Ja, ich wollte eigentlich den Bogen noch wegpacken. Das wollte ich eigentlich. Zum Glück, ey. So. Was jetzt? Oh, ich werd wahnsinnig, ey. Leute, sorgt immer dafür, dass ihr eine Fackel dabei habt. So, kannst du jetzt bitte rausgehen und dann die scheiß Tür schließen? Ja. Problem wird sein, ich werde es nicht sehen, wo ich hoch muss. Oh, doch, das geht. Nice. Wenn ich jetzt noch hochkomme. Ohne was zu sehen. Da ist die Wand. Gut, das hat auch geklappt im Dunkeln. Problem ist. So, runter. Gerade. Ich muss irgendwo im Campfeuer sein. Problem ist 200, obwohl zwei sollten auch mit einer Hacke reichen. Okay, drei sind's. Leute, ey. Das gibt's doch gar nicht, ist doch nicht euer Ernst, ey. Das ist doch nicht euer verkackter Ernst.
das eigentlich nicht abschließen, ohne Schlüsse zu machen? Doch. Ja. Zell oder was? Ich hoffe, die Wände waren alle richtig rum. Ein Stoff, weil er kann ja auf jeden Fall hier schon mal einen Schlafsack legen. Ey. Holz fehlt halt, dann könnte ich sie dicht machen da oben. Da noch eine Tür rein. Gut, um an den Bauschrank zu kommen, müssen sie erstmal Gas geben. Springen. Butze. So. Komm, mach jetzt hell, ey. Das reicht nochmal für eine Holztür, aber nicht für ein Schloss. Lass es mal hier. Könnte natürlich jetzt auch eben fix rüberbringen. Kann ich auch. Zumindest das Wichtigste. Das können wir eigentlich auch mitnehmen, weil da kann ich Ofen anmachen. Muss natürlich hoffen, dass ich jetzt rüberkomme. Ohne dass die Jungs hier jetzt vor der Tür stehen oder sowas. Holz, da eine Holztür rein. Scheiße. Da ist noch Holz. Holztür ist natürlich jetzt nicht super sicher hier. Logisch. Ich muss hier schnell ein Viereck drauf kriegen. Hier ist keiner. Ich weiß nicht, was ich gehört habe. Safen gehen. Aber allein hier das Ding jetzt reicht ja schon fast für eine Werkbank. Ja, Leute. So kann's gehen, ne? Ja, unser Ziel auf jeden Fall erreicht. Was ich, ja, was mich tierisch freut. Gut, können wir erstmal alles hier jetzt reinballern und
Brauchen sie dringendst Holz. Und das kann ich gleich mitnehmen, das war nochmal ein neues. Oh, hier habe ich Picke, ist doch super. Hab ich auch noch was anderes? Nee. Holz für den Ofen, dass ich schnell eine Metalltür kriege. Dann ist die Bude da drüben unsere. Stoffen haben wir genug. Obwohl, komm. Gib mir mal ein Knochenmesser. Vielleicht haben sie auch jetzt die Lust verloren. Man weiß das ja nie. Bei den Leuten. So. Sicher sind wir natürlich lange nicht. Also kann jederzeit jemand uns hier wegnageln, ne? Aber wenn wir so viel Stoff haben, können wir uns ja auch mal noch mal eben hochheilen, ne? Ne, da habe ich auch, aber ja doch, ein Poncho. Poncho ist auf jeden Fall Rüstung, um ein bisschen Wärme. Ein paar Schuhe noch. Sehr gut. Danach nochmal 5 Bandagen. Tja, so kann's gehen, ne? Weggeknallt. Ja, war natürlich auch nackt. Und wenn er mit dem Bogen Heli kriegst, nackt, ja, ist schlecht, Leute. Der eine, da ist ja direkt nachgespawnt. Da hat er natürlich auch nicht nur 50 Helfs. War natürlich da leicht, die wegzuholen. Aber, ja. Kurzzeitig war ich ein bisschen fickerig. War ein bisschen Adrenalinpegel da. Aber dann habe ich mich wieder in den Griff gekriegt. Ja, und dann haben wir sie ja auch hingekriegt. Waren jetzt wahrscheinlich auch nicht die Helden. Aber egal. Für uns ein super Erfolg. Wenn man überlegt, was wir sonst so getroffen haben. Oh, sind die eigenen Schritte, ey. Die machen dich hier wahnsinnig manchmal. Holz, Tür, Schloss. Ja, ist natürlich auch ganz schlecht von den beiden gewesen. Also, die haben Stein im Bauschrank gehabt, Holz im Lagerfeuer. Leute, ihr hättet... Hallo? Ihr hättet doch oben, wo das Viereck war, wo die Treppe ist, einfach zumachen müssen und eine Tür reinsetzen. Ihr hättet das doch gar nicht machen brauchen. Dafür ist Knochenmesser immer gut. Ich weiß immer noch, bin mir immer noch nicht sicher, ob die Bude denen gehört. Ey. Aber anders geht's ja gar nicht, ne? Weil ich frage mich halt, wenn man so viel Zeug im Bauschrank hat. Hätte man doch schon bauen können, hätte noch einen Ofen setzen können. Wir haben noch alles da gehabt. Stoff, Tierfett. Ja. Mehr für mich unbegreiflich. Deswegen frage ich mich auch, wie hätten sie sonst bauen können? Ne? Ich meine, klar, bauen kannst du, aber kannst du nicht auf Holz aufwerten. Oder ist das jetzt neu, dass das ohne Bohrschrank auch noch geht? Aber das wäre dann total Banane. So, erste Tür ist fertig. Ja,
Ich werde gleich noch eine machen müssen. Ach du Scheiße. Jetzt schmeiß doch nicht den Airdrop hier, bist du bekloppt? Hol doch nicht die ganzen Leute jetzt hier hin. Ja, brauchen wir mit dem Bogen nicht hingehen. Brauchen wir uns nichts vormachen. Ich meine, wir können mal gucken gehen, aber... Mach mal hier wenigstens schon mal so ein bisschen rein. Muss man eben mal ein Timerfenster wegmachen. Ist immer noch zu kalt oder was? Muss ich mir schon noch eine Bandage reinzimmern. So, komm, mach weg. Türschloss ist noch in Arbeit. Stein haben sie drüben. Bauplanhammer habe ich. Ich muss jetzt erst da eben schnell die beiden Türen setzen. Na, ihr hört schon, da gehen schon Schüsse los. Also keinen Sinn, da hinzugehen. Also können wir uns hier in Ruhe drum kümmern, um die Geschichte. In Ruhe wird sich zeigen, aber wir können uns auf jeden Fall erstmal kümmern. Dein Ernst jetzt? Ich weiß, er geht in der Nacht da hoch. So, ich muss das gleich wegmachen. Weil Airdrop, kann sein, dass hier gleich jemand lang rennt. Ja, ja, ist gut, komm, mach zu den Scheiß. Wir sofort sehen, ihre Bude ist wahr. Hab ich wieder einen Schlüssel gemacht, egal. Kommen sie auf jeden Fall da schon mal nicht mehr rein. Jo, das wird jetzt nochmal ein bisschen tricky. Mach mal schon mal einen Steinball. Ist auch richtig assi, hier eine Tür reinzumachen, so eine kleine. Das kostet uns ja eine große. 600. Scheißegal. Machen wir es erstmal so. Zur Not müssen wir es halt raus kloppen. Beides scheiße. So. So hättet ihr es ganz einfach machen können, Leute. Nur mal als Tipp. Ja. Gut. Ich habe ja sogar noch ein bisschen Stony. Was ist denn hier? Das ist nur eine halbe Wand, oder was? Ja, auf jeden Fall. Das Doppeltüren ist natürlich nicht so schlecht. Dann mal aus Stein. Ja, bin gerade ein bisschen unschlüssig. Ich meine, gut, Aufgang haben wir da jetzt. Das können wir nicht mehr dran ändern.
brauchen jetzt halt erstmal eine Menge Stein. Die ist natürlich total uninteressant. So, und um auf Nummer sicher zu gehen, können wir hier nochmal eine Doppeltür reinmachen, schon mal aus Holz. Ich habe auch nochmal in die Kisten geguckt, da ist auch noch was drin. Du ahnst es nicht. Ey, ihr seid doch Ballerbieren, Alter. Ihr seid doch echte Ballerbieren. Ist natürlich jetzt Risiko. Kannst du mal... Habe ich schon eine angeklickt? Wahrscheinlich nicht. Ja, aber dann mache ich doch gleich eine Doppeltür rein. Also. So viel Holz liegen haben. Komm, wird fertig. 42 Sekunden. Ja, Leute, also kein Verständnis. Wie gesagt, ich gehe davon aus, die vordere Tür, ich weiß auch nicht, den ihre, die werden, also denke ich mal, ich weiß es nicht. Nur meine Vermutung. Ja. Fällt mir nichts anderes so ein, als zu sagen, selber schuld. Gut, ich hoffe, warte nur eben ab, dass sie die Tür reinkriegen und dann ist die Folge durch. Ja, zack. Ich mache erstmal nach außen. Abschließend auch fertig. Ist natürlich jetzt noch nicht irgendwas überhaupt hier safe. Ich lasse mal die Tür hier. Holz. Ein bisschen Holz hier drüber für den Ofen. Nämlich auch mit. Das kannst du dir in... Ne? Gut, Holz mit. Hammer, Bauplan können wir hier lassen ein. Bisschen Stein lasse ich auch mal hier. Gut. Ist natürlich jetzt ein bisschen nervig, hier jedes Mal raus und rein zu gehen. Ja, das untere mal eben auf, mal eben, ne? Also das untere auf Stein kriegen. Blechtür rein. Vorne die Holz können wir eigentlich auch erstmal lassen. Naja, es reicht ja schon mal fast für eine Tür. Also mit unseren, die ich hier liegen habe. Ja. Da sind sie. Ja gut, Leute, ich beende erstmal die Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat gefallen. War ja auf jeden Fall ganz erfolgreich. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.